und da sind wir wieder, meine Damen und Herren, der Kamerad, der sich hier vorne so lustig rumrollt. Den haben wir aufgelesen und ich weiß gar nicht genau, wie er heißt. Was mal? Dort backt er den ein bisschen rum. Wir haben unseren Bounty-Killer wieder gefunden mit seinem netten Schulmädchen-Rucksack. Ja, der ist halt, schön, mit dem Marienkäfer ist halt ein schönes drauf. Mädchen. das Beste habt ihr leider auch verpasst. Dann halt gefesselte Personen, Sniper auf irgendwelchen Gebäuden und hast nicht gesehen und Leute, die um uns mit Äxten attackieren. Also ganz ehrlich, hier ist der Teufel heute los. Und die Gruppe ist etwas größer geworden. Ich bin mit einer wunderbaren orangenen Jacke ausgestattet und bin Zombie quasi Dings. Ein Scharfschütze. Ich hab doch eine Axt, verdammt! Ich warte nur darauf, dass einer in der Schussbahn mal läuft. Ja. Ich hab extra gewartet, er war gerade in der Schussbahn. Kann man auf meinem Video. Was? Ich hab extra gewartet, er war in der Schussbahn. Nimm doch mal die. Nimm doch mal die Scheiße. Nimm doch mal die Scheiße. Was bitte? Ich wollte fragen, ob ich jemanden von euch bei Steam adden kann. Ja, mich nicht. Ich soll euch nicht verlieren, dass der Server darum geht. Ich komme aus China, mich auch nicht. Ist noch ein bisschen früh, meinst du nicht? Ich meine, erste Date und so ist noch gar nicht zu Ende. Und da ist keine Blumen dabei. Ist er da, aber ich ist er, den Kontakt verlieren. Ja, der kann ja dich erden. Wie mich? Ja, den anderen, der gerade so mitleidig war. Lass mich mal. Heute nicht. Übrigens, ich nehme auf. Wir können ihn auch mit Sprengstoff besticken und dann losschicken. Ohne Hose. Ja, ohne Hose. Oh, können wir jetzt alle mit Axt rum oder was ist hier los? Ja, ich nehme jetzt wieder meine Standard-Gun. Hey Kleines, musst du dich schon lange in der Schule sein? Das hast du gerade gar nicht gesagt. Der Bus müsste gleich kommen. Achso. Ich will hier mal ein Gebäude mal ein bisschen gucken, damit ich mal einen flüchtigen Rucksack kriege, ey. Das Ding ist scheiße. Ja, guckt hier am besten mal ein bisschen rum, oder? Ne, ja, hier ist eigentlich noch Schwachsinn, oder? Dabei, wir wollen anfangen zu looten. Beziehungsweise der Hässliche mit dem Mädchenrucksack will anfangen zu looten. Ey, wir können doch woanders hin. Wir haben gerade die Hälfte unseres Teams verloren. Ja, die sind da reingelaufen. Dafür höre ich wieder schönes Zombie-Grunzen. Ich habe schon gezielt eben. Das sah auch aus wie ein Zombie, das wäre Notwehr gewesen, ich hätte es gesehen. Das Coolste an der ganzen Sache ist jetzt, von unseren Zuschauern, wer auch immer ihn adden möchte, ihr müsst nochmal kurz zurückspulen, er hat nämlich seinen Adnamen bei Steam unten links schön hier reingeschrieben. Also. Ja, wunderschön, dass du es nochmal sagst. Ja, ich bin gemein, ich weiß. Aber immerhin, dann hat er noch mehr Leute. Guck mal, der rennt hier alleine rum, ja, das ist doch echt schon, oder? Das ist ja fast so wie bei der einen Aufnahme, die du gemacht hast, Herr Oberst Leo. Allein durch die Wildnis, ich verlauf mich. Ja, ich hab das auch drauf. Also ich kann das auch gut. Ich hab hier ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Gut, dann würde ich sagen, melden wir uns in Kürze wieder. Yo! Bereit. Volle Decke. Gollum, Alter. Was machst du da, Alter? Ich sehe Anfang der Stadt, aber erstmal nicht. Voll Gollum, Alter. Irgendwie so gut. Scheiße, Alter. Was stimmt mit denen denn nicht? Leider. Achso, das Schwarze steht hinter dir. Was macht er denn, Mann? Warum macht er das? Ich hab keine Ahnung. Oh,
Und das Lustige ist ganz einfach, meine Damen und Herren, wir haben hier gerade einen Schuss gehört und wollten eigentlich ein bisschen taktisch vorgehen und dann fängt er da an rumzu. Oh Mann. Scheiße. Oh, ich erkunde mal das Dorf. So, und da sind wir wieder. Wir sind sogar jetzt zu 5, meine Damen und Herren. Und wollen jetzt gerade in Elektro reinmarschieren. Natürlich mit gebotener Vorsicht. Alles so still hier. Mensch. Ja, ich konzentriere mich gerade eigentlich mehr nach vorne. Wir frontal drauf zugreifen und so, ne? Oh, kacke, ich habe einen ganz vorsichtigen mitten auf der Straße geordnet. Der hat einen lila Rucksack. Also das ums Leben rennen ist zu früh jetzt. Noch nicht. Okay. Genau, du rennst rein. Dann sagst du ergibst dich. Die wollen dann gucken, was du hast. Und dann stehen zwei um dich rum und dann kommen auf einmal vier und dann stehen vier um zwei rum. Okay. Wäre bestimmt eine coole Situation. Ja, das klappt nicht. Aber was nicht. Ist jetzt drei ist? Dann geht die Rechnung ja nicht auf oder was? Dann müssen wir warten. Wir warten. Dann müssen wir nochmal in die rückwärtige Richtung, wo du vorhin gescoutet hast, und noch jemanden rekrutieren. Am Ende haben wir alle aus dem Server, bloß einen dich. Genau. Ergib dich. Du bist in der Unterzahl. Wirklich? Ja. Hier ist noch eigentlich alles okay. Wenn die Stadt richtig anfängt, dann wird's doof. Die verlassen doch ihre übelsten Punkte nicht. Das ist meistens ja auf diesen Einkaufsläden. Nee. Krankenhäuser, was ist das? Die Fabrikgebäude ganz oben drauf? Und dann auf Feuerwache. Feuerwache und dann teilweise um die Berge, ne? Um Elektro rum, da sind sie auch gerne. Mhm. Kann die Berge abchecken, wenn ihr wollt. Ja, warte, ich folge dir dann. Kannst mir ein paar gute Posis zeigen. Okay. Weiß aber nicht, wo du gerade bist. Ich stehe auf der Straße. Ja, ich du bin bist schon. Also ich bin auch schon einer rechts. Von den Snipern, ja? Hat er davon gesagt? Ja. Vor uns? Und auf die Was? Einer mit gelbem Helm? Ja, das bin ich. Du hast einen gelben Helm auf? Ja. Alter! Ich bin auf den Schienen. Hattest du schon die ganze Zeit auf? Nein. Nee, den hab ich gerade gefunden. Ich dachte, der tarnt noch mal ein bisschen. Ja. Als ob du Scheiße. Oh nee. Ich bin 20 hinter dir. Wollt ihr die wichtigsten Punkte in Elektro ansteuern oder wollt ihr nur durch? Ich würde sie ansteuern. Die nicht unbedingt was brauchen, können ja sichern. Stopp. Was? Alle Mann, stopp. Wo? Gib mir eine Richtungsangabe. Bis zu diesem komischen Turm da, ne? Mit Komischer der goldenen Turm. Kuppel. Der Golden. Mit der goldenen Kuppel, die Kirche. Ja. Links davon auf dem Dach war gerade jemand. Warte, ich verschieb mich. Das ist die Schule. Dann hoch auf dem Hügel. Ich darf sich auch übrigens abhocken, Honey. Wo seid ihr, dass ihr darauf wirken könnt? Ich verschieb mich jetzt weiter nach rechts, ich gehe mit auf dem Hügel gleich. Ach da, ich sehe dich. Berg rechts rauf oder was? Ja, ja. Links. Roten Wälder hier durch, die roten Bäume vorbei. Ich bin oben drauf. Sehe keinen dort. Er ist oben drauf, er hat keine Aufklärung zurzeit, er hat wahrscheinlich nur gelootet. Verschieb mich weiter nach da. Ich gucke dann, ob ich eine gute Pose habe, womit ich das weiter beobachte. Ich gehe über die Gleise. Bin links von dir.
So. Ich gehe über den Weg. Rechts zum Baum rüber. Ich sehe die Schule. Ich mach kurz ruhig halt. Von den Horch halt. Sicht halt, würde ich eher sagen. So, ich gehe weiter vor zum kleinen Busch. Ja, das Dach ist fein frei von der Schule. Ich verschieb mich weiter, damit ich die Stadt weiter im Blick haben kann. Ich hält schon wieder Maschendrahtzaun auf. Was denn? Ein Zombie auf dem Berg und der greift den Busch an. Da hat sich bestimmt einer ausgelockt oder sowas. Jo, kann gut sein. Ja, oder getötet, so wie ich das eine mal. Der hat eine in die Luft geschlagen und unter dem Zombie lag das M4, was ich besitze. Ich weiß nicht genau, was da mit dem Typen passiert ist. Oder ob der Zombie das vielleicht mal in seiner Vergangenheit hatte. Wie weit seid ihr? Ich bin noch auf dem Erstes Blumen. Haus. Erstes Haus? Genau. Ich hab keinen. Erstes Haus, rechte Seite. Dann gerade nicht auf euch wirken oder beziehungsweise blicken. Ich bin mittig bei dem großen Doppelhaus, würde ich schon fast sagen. Mehrfamilienhaus. Ich bin rechts von dir. Oh. Geh weg, rechts neben dir. Achtung, grau, ne? Achtung, grün. Wir sind jetzt hier beide. Gehst du rechts rum? Jo. Bei mir ist soweit nichts. Verschieb mich weiter. Nutze weiter die Deckung von der Mauer hier. Die Dächer sehen einigermaßen frei aus. Wir rennen hier. An der Wand ist einer. Das ist einer von uns. Wer ist das? Ja, das ist Bounty, oder? Er hat einen grünen Rucksack unten. Ja, das ist Bounty. Also ich bin vor dir an der Mauer direkt. Und links davon ist Bounty, oder? Recht bin hier, ja. Ich bin hier an der Treppe. Gut, du hast jetzt nämlich einen blauen Rucksack auf, oder was? Das habe ich nicht registriert vorhin. Ich wollte jetzt gerade schon so ein bisschen aggressiv werden. Fehlt nur, dass wir uns gegenseitig über den Haufen ballern. Ja, deswegen, ich mache jetzt mal. Wie weit seid ihr von der Schule weg? Warte. 100. 100, okay. Ich gehe weiter unten lang Richtung Schule. Ich verschiebe mich aber hinter den Mauern, am roten Gebäude lang. Das dürftet ihr nicht einsehen können, weil das direkt links, weil ich da von links davon gehe. Auf der Schule selbst sehe ich jetzt ja, nichts. Ja, okay, Matthias, dann mal kurz ruhig. Tim, wo bist du? Ich bin bei der Feuerstation, die weiter weg von der Stadt ist, bei den Hügeln. Ich verschieb mich. Ich glaube, ich kann die Feuerstation sehen. Ah ja, hier, da, wo direkt die Metropole ist in der Mitte. Also Stadtmitte ungefähr. Da, wo wir am Anfang auch rumgelaufen sind. Oberst. Achso. Ja, es gibt zwei. Ich höre einen Zombie. Hier auf der Straße gehe ich nicht mehr. Ich bin rechts von euch jetzt. Also rechts auf der Straße, von der Straße aus gesehen. Munition oder was? Ja. Nice. Braucht noch jemand von euch einen Kompass? Weil ich hätte jetzt zwei. Okay. Dächer sehen einigermaßen. Geht da oben? Nee. Ich habe jetzt eine grüne Weste an. Bräuchte mal ein zweites Paar Augen, weil ich kann es von meiner Position nicht erkennen. Was denn? Die Kirche ist ja das Gebäude mit den drei goldenen Kuppeln, gell? Erkannt, ja. Genau das Gebäude rechts davon. Das hat einen Schornstein, da ist irgendwas grün-braunes. Bei mir ist es verschwommen, es sieht von meiner Pose aus wie ein liegender Schütze, aber ich kann es nicht erkennen. Das ist genau rechts davon, also direkt rechts von der Straße, die dazwischen durchläuft? Oder? Genau. Das ist das Dach, also ich sehe da keinen Schützen, aber ich verschieb mich mal. Es kann auch sein, dass es einfach nur undeutlich ist, auf die Entfernung bei mir. Ja, ich weiche kurz aus und dann setze ich neu an.
A-Spieler sind gewöhnlich nicht verschwommen. Es sind eigentlich immer nur die Gebäude und so weiter verschwommen und Spieler sind eigentlich immer scharf, auch wenn deine Grafikeinstellungen ziemlich weit unten sind. Werden auch auf hohe Distanz, die verlieren dann nur Rüstungsteile und irgendwann sind es nur noch Helme und Waffen, die sich bewegen. Aber unscharf dürften die eigentlich nicht werden. Ich bewege mich jetzt gerade auf die Schule weiter zu. Ich bin schon fast direkt dran. Ja, ich habe Aufklärung auf die Schule, sehe aber noch nichts. Also beziehungsweise bin derzeit... Ich weiß nicht, oder ist das hier die Schule? Ich bin jetzt gerade... Da, wo du dieses Hammer und Sichel, dieses rote Zeichen, ja. Also unten. Genau. Das ist die Schule. Darin ich... Ja, Hammer und Sichel. Ich kann auch in die Fenster reingucken, beziehungsweise... Ich sehe dich gerade, du bist gerade direkt unter dem Zeichen. Genau. Ich gehe gerade jetzt auf Dach drauf. Ja, und Bounty ist hinter mir. Ich gehe mal außen rum. Ja, ich behalte weiter den die Feuerwache da hinten im Auge. So, ich gehe mal die Schule abchecken von innen. Ja. Guckst du rein? Vorne schon, oder? Ja, ich bin vorne direkt reingegangen. Hier ist Desinfektionsspray. Also ich kann erster Stock, kann ich in die Fenster, kann ich reingucken. Also jedenfalls alles, was zu mir gewandt ist. Ich sehe gar nichts, keine Aufklärung. Also der Turm von der Feuerwache, der in der Stadt liegt, der ist frei. Jetzt sehe ich nur die beiden oberen Stockwerke. Also zweiter, dritter Stock. Bounty, gehst du noch ganz oben, oder was? Ach ja. Alles klar, dann check du alles ab. Ich gehe wieder nach unten und gehe in den Westflügel, glaube ich, ist das so. Verschieb mich jetzt. Er ist auf dem Dach. Im Supermarkt ist nichts mehr und auch kein Spieler. Das dumpfe Gefühl, wir sind leicht ein bisschen zu vorsichtig hier. Na, bei Elektro kannst du das gar nicht genug sein. Er läuft hier unten gerade an der Straße lang. Das bin ich. Bei der Litfaßsäule, ja, alles klar. Das Umspannwerk ist auch, soweit ich sehen konnte, frei. 83% Painkiller. Ist gerade irgendjemand auf das Hochhaus gekrabbelt? Welches Hochhaus? Du meinst hier auf die Schule. Das müsste Bounty gewesen sein. Ich habe ihm gesagt, ich bin auf dem Dach. Ja. Okay. Ja, bleib mal ein bisschen weil zusammen. Ich habe deinen Kopf gerade gesehen mit dem Hut. Du bist ja in der Feuerwache oder was ist das hier für ein Ding? Ich bin gegenüber, ich komme jetzt rüber zu dir. Ach so, ja, alles klar. Ach, vielleicht sind dich ja doch nicht so mein. Nee, das ist auch, hier liegen auch viele Sniper gerne rum. Ich meine nicht, dass ich wieder runterglitsche oder so. Ja, dann lass es nicht rennen auf dem Dach am besten. Okay, ich bewege mich jetzt zum mittigen Gebäude. Ich weiß nicht, was es ist. Bei der Bushaltestelle. Ich gehe gerade direkt über die Straße rüber, mittig. Dürfte jetzt von allen Seiten eigentlich gut aufklärbar sein. Nur mal irgendwas Markantes. Bushaltestelle, Gebäude in der Mitte groß, drei Türen. Hier ist eine Reklame, so ein Reklameturm. Weiß ich hier noch. Ah, nee, warte erstmal, bis alle sich ein bisschen mag. Nee, kann ich nicht aufklären. Okay. Ja, ich bin jetzt auch im Gebäude drin. Kleines Bürogebäude, da kann ich auch gerade reingucken. Ich sehe einen gelben Helm. Ich glaube, ich bin der Einzige mit einem gelben Helm in dem Spiel. Ja gut. Sonst hätte ich jetzt geschossen. Ja, okay. Ich gehe mal in die Schule rein. Warte. Ja. Du bist das, alles klar. Ja. Dann ist das hier die Schule, gut. Ich war in der Schule denn. Oder bin hier. Genau, schnapp den grünen Helm. Jo. Das ist jetzt Grünhelm, ja? Grün-weiß Grün, ja. Ist der. Aber ich habe immer noch meinen lila Rucksack. Hier. Oh. Hier war jemand. Irgendwann. Ruinierte Cargo-Pants.
Lässt darauf schließen, dass er ein Spieler war. Oh, ein Dosenöffner. Oh, shit. Ja. Du bist jetzt... Wolfmaske nehmen. Wolfmaske? Die ist cool. Ich komme jetzt doch einen grauen Helm. Ich bin jetzt auf dem Vordach vom Schulgebäude. Ich schwenk gerade die Berge ab um mich rum. Geh gleich komplett aufs Dach hoch. Müsst ihr doch von hier eigentlich gleich die Feuerwache sehen, die außerhalb liegt. Sehe ich die nicht. Ja, aufs Dach der Schule? Nee, da bin ich doch. Okay. Da unten läuft gerade einer auf der Straße, ne? Ich. Oh. Ah, Bounty, okay. Und seine Mädchenrucksack. Ja. Weg. Hast du eine blaue Mütze auf? Bounty? Ich habe eine Tarnmütze auf. Tarnmütze. Na, so eine Cappy-mäßig, ne? Ja, ja, eine Cappy, ja. Ja, dann warst du das. Okay, ich glaube, Elektro ist dann soweit eigentlich, warte mal, ich kann schon wieder nicht. So, jetzt. Die Feuerwache da hinten. Noch abchecken und so. Ich komme jetzt in die Stadt rein. Jo. Wie gesagt, hier scheint soweit irgendwie alles safe zu sein erstmal. Ja, ich kann euch da hinten nicht weiter überwachen. Zieh wieder meinen gelben Helm an. Ich bewege mich weiter Richtung. Haben sie Lening aufgemalt. Ich bewege mich weiter Richtung Feuerwache. Das bin ich vor dir, ne, Daniel? Wer ist das mit dem Cowboy-Hut? Ne, das bin ich. Morty, das bin ich. Also hier ist bereits alles abgecheckt. Ich war jetzt nicht in jedem Haus drin, aber. Aber einen vernünftigen Rucksack hat keiner gefunden, ne? Oh. Noch nee, nicht. Ich habe hier bloß einen PU-Scope wieder. Aber der Till, der rennt hier irgendwie auf einer... Auf einer... Auf einer was? Till, der läuft, der. Disconnect, oder was? Der redet, aber abgehakt. Das ist manchmal buggy. Wie gesagt, will wer mitkommen zur Feuerwache? Ja, auch gar nicht im TS. Ist er raus, oder was? Tim? Hätten wir doch hören müssen. Ja, bitte was? Was? Ach so, siehst du. So, einfach laut aussprechen. Kommt noch einer mit zur Feuerwache? Ja, wo bist du? Ich komm mit. Du warst auf der Straße schon, du hast dich bloß in die andere Richtung bewegt. Wer ist denn im Supermarkt? Ich. Ja, okay. Ja, bleib mal kurz stehen, Morty, dann komme ich zu dir. Hier, links, genau. Ah, I see you. Guck mal, was da ein Rucksack ist. Ach Gott, ja. Nein, schon gut, sorry. Ich hab grad einen Kinderrucksack. Ich hab grad die ganze Zeit die Feuerwache und dahinter ist ein Umspannwerk. So, da habe ich das für eins gehalten, habe ich da die ganze Zeit mit rein beobachtet. Hab ich nicht genau gesehen. Deswegen habe ich gedacht, wo ist denn die Feuerwache, die er macht? Aber ich glaube, da warst du ja schon, ne? Ja. Ich war bei der Feuerwache, die abseits der Stadt ist. Es gibt ja zwei. Ja, es gibt... Da sind wir jetzt gerade beim Umspannwert, ne? Ah, genau, ja, genau. Ach, hier warst du schon drin. Ja, da war ich schon drin. Ist leer. Na, dann brauchen wir nicht rein. Warte mal, aber ich kann da vielleicht mal kurz ein bisschen nach oben gehen, ein bisschen. Obwohl jeder weiß, dass da Sniper sitzen, dann lasse ich es lieber. Also jetzt von wegen, die kontern da gerne. Gut, hier ist ja noch irgendwo anders eine Feuerwache. Signature Checkout Bounty, du bist weg. Ja. Was steht da bei dir? Keine Verbindung oder was? Verbindung weg, ich war wieder im Server-Channel drinnen rein. Okay, musst du nochmal verbinden. Bin wieder drinnen. Gut. Doch nicht. Ja, muss kurz warten. Ich habe auch rote Kette gerade. Okay, ich nicht. Naja. Mal kurz hier rein, kurz einen flinken Blick drüber werfen. Elektro ist aber heute tot, hä? Ja, irgendwie ist ja echt nicht viel los.
Da sind aber auch kaum Spieler auf dem Server. Waren nicht mehr oder was jetzt? Also, ja, heute Mittag waren wieder 34 Stück drauf. Kannst mal sehen, wie sich das mit der Zeit verändert. Da sind 10 Stück mit uns zusammen. Ja, okay. Sind wir ein bisschen, dann sind wir echt ein bisschen übervorsichtig. Gut. Da hinten ist die Feuerwache. Die ist hier. Und das da ist eine Feuerwache, ne? Ja. Bewege ich mich jetzt auf die interne zu. Ja, und wenn wir die Feuerwache abgecheckt haben, gibt es hier noch was in Elektro, was von Interesse sein könnte? Die großen Gebäude haben wir, glaube ich, jetzt alle schon. Wer hat denn die Feuerwache, auf die ich jetzt zusteuere, gerade in Angriff genommen schon? Dann hast du die in der Stadt schon? Nee, da war ich noch nicht. Na, dann gehe ich gerade hin. Die eine über die Wiese? Ja, ja, ich bin das. Und ich auch. Da, okay. Ich sehe schon, dass du da hinten läufst. Ja. Gib mir doch ein Loch im Zaun. Kann ein Loch im Zahn geben, wenn du willst. Mhm. Dan. Ich hab dich nach Karies gefragt. Karies oder Barentonhose? Oh, ein Cowboyhut. Yay! Alter Feuerwehrhelm. Eine Feuerdings-Axt. Noch ein Kompass. Also hier ist aber noch Zeug. Ich stell mich mal hin. Pristine Kompass. Ne, war ein Kompass so. Und ein Schraubenzieher. Kompass? In der Feuerwache hier. Kannst du dir abholen. Alter, wie viel? Hier sind übertrieben viele Feuerwehrhelme. 3 Stück habe ich jetzt schon gesehen. Jo, jetzt bin ich ganz oben in der Feuerwache und es ist nichts weiter sonst. Ich komme unten rein. Jo, ich gehe gerade wieder runter. Hier liegt noch eine SKS. Braucht die jemand? Nö, kannst du nehmen. Hab schon eine. Achso, du hast ja schon eine Waffe. Jo. Aber wenn ihr alle eine habt. Nö, wir haben. Ich bin mit meiner M4 zufrieden. Gut. Dann, was? Wollen wir sammeln oder was? Jo. Den Boss ist würde ich sagen, so. Feuerwache in der Stadt sammeln. Alles klar. Ach, Feuerwache in der Stadt, da bin ich doch schon. Ja, deswegen. Oh, cool. 1, 2, 3, 4. Put. Wo bleibst du? Ich komme. Gut. Lagebesprechung. Erstmal bequem hinsetzen, Leute. Schön auf dem Platz natürlich. Ja, ja, als eine Einlauf, ne? Gelber Helm auf 12 Uhr. Ich öffne Feuer. Ich öffne Feuer. Feueröffnungslinie bei. Hast du immer noch kein Oberteil gefunden, ey? Keins, das mir gefallen hat. Nein. Alter, keins, das mir gefallen hat. Du bist hier nicht bei einem Beauty-Treff, Mann. Wer weiß, vielleicht wissen wir es ja bloß nicht, dass wir hier beim Beauty-Treff sind. Braucht jemand einen Chest-Holster für eine Waffe? Nö. Ja. Ich kann die ja eh nicht mehr tragen, weil ich bereits eine Dings hab, ne? Eine Weste. Pistolen oder für Revolver? Oh, er ist schon wieder. Ja, er ist. Mein Gott, jetzt solltest du auch mal ein bisschen Sport machen. Deine Mutter muss mal Sport machen. Pass auf. Gut. So, nachdem wir Elektro jetzt abgegrast haben, Ansage. Wo als ich nächstes das hin? Scheiße, dass wir hier stehen.
Ja, dann gehen wir hier halt rein. Hallo? Hallo? Ja. Komm rein. Ah, siehst du, jetzt weiß ich, wie es geht. Kommt wieder rein, alle. Genau, Rechtsklick einmal klicken und dann gehst du schnell oder langsam. Gut. Also. Dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hingehen. Ich würde sagen, wir nehmen die Beine in die Hand und rennen weiter nach Tschernogorsk. Erstmal Lagebesprechung hier, ne? Mach ich doch gerade. Kameradin, ne? Elektro genommen, ne? Großartig. Ja, ich habe das alles gesehen, ich habe sie jederzeit gesehen, egal wo ihr wart. Ja. Ja. Ja, das, ja, toll. Große Leistung, war gut, war ein bisschen geschmälert die Leistung, weil kein Feind da war, aber oh, wenn er da gewesen wäre, dann hätte der sich vor Angst in die Hosen gemacht. Oh. Also, okay. Gehen wir dann weiter nach Tschernogorsk und damit wir dann da das Airstrip und das, die Military Base in Verbindung darauf halt irgendwann in Angriff nehmen können. Ist nicht zwischen Elektro und Tschernogorsk noch irgendwas? Da ist nur Prigorodki, aber das ist nur eine kleine, da sind drei grüne Häuschen und das war's eigentlich. Ansonsten kommt eigentlich bloß Weg. Kap Galova kommt noch mit dem Leuchtturm, das ist aber eigentlich alles relativ uninteressant, bis dann halt die große Stadt Tschernogorsk wiederkommt, wo wahrscheinlich wieder viele Zombies warten werden. Und etwas nördlich von Tschernogorsk ist auch sowas, da sind viele Lagerhallen in Dubki, nennt sich das, oder Dubki. Da sind also mehrere kleine Städte aneinander gesiedelt. Gut, dann würde ich sagen, ne? Bis gleich. Tschüss.